Ja, also einmal sind die Faszien ja dieses umhüllende Bindegewebe. Also wenn man einen Muskel hat, dann ist der von einer faszialen, ungefähr 1 mm dicken Bindegewebshülle umgeben. An gesunden Stellen ist es ja interessanterweise oft scherengitterartig, aber bei bestimmten Pathologien kann es dann verfilzen und verkleben. Und diese kollagenbindegewebigen Häute sind jetzt eben, und das ist diese neue inspirierende Sichtweise, ganz körperweit vernetzt, ähnlich einem Tensegrity-Modell, was man hier in der Architektur dargestellt hat. Und dann wären die einzelnen Organe, aber auch die Knochen, wären dann nicht mehr das tragende Gerüst, also der Begriff Wirbelsäule würde dann bestraft gehört, weil es die alte Sichtweise ist, sondern die Knochen sind dann vereinzelnde Abstandshalter in einem tragenden Spannungsnetzwerk. Und das ist jetzt also das neue Konzept. Da gehören dann nicht nur die muskelumhüllenden Bindegewebsbeutel dazu, das sind die klassischen Faszien, sondern auch Sehnenplatten, aber auch die Achillessehne selber ist ja nur die Verlängerung von der Wursthaut, die in den Wurstzipfel sich spezifiziert. Also in diesem neuen Faszienbegriff ist es ein Kraftübertragungsmodell, gleichzeitig auch ein Sinnesorgan, was die Kraft mir mitteilt, was ganz körperweit den ganzen Körper über Zugspannung vernetzt. Das ist dieses hochspannende Modell und da gehören dann eigentlich alle faserigen Bindegewebe dazu. Ja, und das Ganzkörpernetzwerk, das zeigt sich dann eben darin, dass ich, wenn ich Beschwerden habe an meinem einen Sprunggelenk, dass ich das mitunter über diese Spannungslinien durch den ganzen Körper weiterführe. Mhm. Das hat ja Tom Myers schon in seinem Buch von den Anatomy Trains wunderbar ausgeführt und man sieht das in der Praxis immer wieder. Also wenn ich hier eine Blinddarmnarbe rechts unten habe, dann kann die sich an sämtliche anderen Körperteile, aber meistens primär auf die am weitesten entfernten hier in so einem tensegralen Netzwerk übertragen. Und das ist ja hochspannend und das kennen wir aus der Praxis. Ja, eigentlich sind die Faszien gar nicht neu. Die Heilpraktiker kannten das schon lange, vor allen Dingen im Bereich der Erfahrungsmedizin. Von den alten Chinesen angefangen bis zur Bindegewebsmassage, das Rolfing ganz wichtig, auch die Osteopathie, die waren sich über die Faszien und auch über deren große Bedeutung schon lange im Klaren. Neu ist allerdings, dass jetzt auch die wissenschaftsorientierte klassische Schulmedizin, dass die Faszien in ihrer Bedeutung erkannt hat. Und das liegt in erster Linie, so würde ich das einschätzen, an den neuen quantifizierbaren Messmethoden. Für den Heilpraktiker hat es gereicht, wenn er sagen konnte, die Faszie ist weicher oder fester oder das zieht an meinem eigenen Körper hier. Das hat für einen Schulmediziner nicht gereicht, aber seitdem es jetzt vor allen Dingen den hochauflöslichen Ultraschall gibt oder auch diese sensiblen Indentometer, die wir ja benutzen, kann man das quantifiziert untersuchen und damit ist es jetzt für die Schulmedizin akzeptabel geworden und hat es einen richtigen Siegeszug angetreten. Also so sehe ich die Gründe, warum jetzt plötzlich so getan wird, wie wenn die Faszien neu entdeckt oder neu erfunden würden. Jetzt zum Thema Faszien gibt es immer wieder was Neues. Zum Glück alle 3 Jahre die Faszienforschungskonferenz, die ja zuletzt jetzt in Washington stattgefunden hat. Es wird von den verschiedensten Richtungen wird beigetragen zum Thema Faszien. Ganz entscheidend finde ich nochmal die Unterscheidung zwischen einer festen Faszie, die sich entweder als Fibrosierung oder Fibrotisierung in Kollagengewebe abspielt und der sogenannten Densifikation, die sich in einer verhärteten Grundsubstanz abspielt. Als Therapeut, als Behandler merke ich oftmals unter dem Druck der Hand, des Ellbogens, dass das Gewebe nachgibt und weicher wird. Und immer war die Frage, was wird denn da weicher? Geben die Kollagenfasern nach, gibt es chemische Brüche und Verbindungen und das jetzt eben relativ neu, dass es in der Studie wirklich nachgewiesen wurde, es sind die Hyaluronketten, die eben durch ihre
Verlängerung oder von laienhaft gesprochen Zusammenballung immer noch eine festere Grundsubstanz verursacht haben und die eben durch eine manuelle Arbeit dann wieder aufgebrochen und flüssiger gemacht werden. Und so merken wir eben dieses Schmelzen unter der Hand. Damit einhergehend finde ich einen zweiten ganz wichtigen Aspekt, den ich auch in meiner eigenen Arbeit gemerkt habe. Wir brauchen Normwerte für Faszien. Was ist eine gesunde Fasziendicke? Wie elastisch muss denn eine Faszie sein? Und da wieder haben auch die Stekos mit ihren Ultraschallgeräten super Arbeit geleistet, mal eine Vorlage gegeben, welche Dicke muss jetzt eine Nackenfaszie meinetwegen haben und ab welcher Dicke könnte man prognostizieren, der kriegt wahrscheinlich die nächsten Jahre Probleme mit dieser Region oder mit dem Gewebe. Ja, was mir noch einfällt an Neuigkeiten von dem letzten Kongress, das waren die Studien zu einem statischen Dehnen. Das wurde zum Teil an künstlichen Sehnen gezeigt, wo man kollagenes Gewebe besiedelt hat mit Bindegewebszellen, die haben sich dann da eingenistet und dann hat man eine Verletzung gemacht, also mit dem Messer in der künstlichen Sehne und dann hat man gemessen, wie lang die Zellen brauchen, das zu reparieren. Da hat man also keinem Tier weh getan, das finde ich wunderbar. Und dann hat man das variiert, ob man denen eine langsame Yoga-Dehnung gegeben hat und das hat man gemacht und dann haben die das schneller repariert. Und zwar kam raus, die geringste Dehnung für die längste Minutenzeit, die untersucht hat, hat die Wundheilung am schnellsten beschleunigt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Wunde hätte, ich würde eine ganz langsame Dehnung für mehrere Minuten machen, nicht um beweglicher zu werden, sondern um die Wundheilung auf eine natürliche Art und Weise zu beschleunigen. Also das fand ich super. Ein anderer Aspekt aus auch diesem Kongress ist eben der, dass man inzwischen versucht, Normwerte für Fasziensteifigkeit, Faszienhärte, Fasziendicke zu entwickeln. Und das habe ich gemerkt jetzt in meiner eigenen Studie, sowas gibt es bisher noch gar nicht. Man kann eigentlich als Mediziner bisher nicht prognostizieren, die und die Dicke ist normal und ab einer gewissen Ansammlung von Kollagenfasern wird der wahrscheinlich in absehbarer Zeit Beschwerden entwickeln. So, der Grundlagen zu legen, ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, dass wir da auch Normwerte haben und sagen können, gesund, tendenziell ungesund, der sollte in die Richtung trainieren oder der sollte mehr meinetwegen die Kollagenfasern stärken und der andere sollte mehr in die Dehnung gehen. Ja, da haben ja die Stekos, ich glaube, darauf nimmst du Bezug, jetzt vorgeschlagen, dass man mit Ultraschall misst, wie dick ist das Epimysium, also die fasziale Hülle, bei den vorderen Nackenmuskeln. Und wenn die über 1,5 mm sei, dann sei es eher ein Hinweis auf einen faszialen pathologischen Nackenschmerz. Wenn es dünner ist und die haben trotzdem Schmerzen, dann sei es nicht faszial, sondern möglicherweise rein muskulär. Also wenn sich das bestätigt, wäre das natürlich ein toller Beginn, wenn man das selber über die Lendenfaszie machen könnte und andere Strukturen. Ja, als erstes fällt mir natürlich immer der Rückenschmerz ein, der taucht ja in der Praxis regelmäßig auf und hat natürlich verschiedenste Ursachen und Gründe. Das hängt oft mit der Gesamtstatik zusammen. Wenn man sich aber jetzt auf den lokalen unteren Rücken, auf die Lumbalfaszie beschränken will, dann haben wir da ja Verhältnisse, dass die Lumbalfaszie in verschiedenen Schichten aufgebaut ist und diese Schichten eigentlich übereinander gleitfähig sein müssen. Und das ist wieder ein Befund, was die Langevin herausgekriegt hat in ihrer Untersuchung an über 100 Teilnehmern, dass diejenigen, deren Faszienschichten gut verschieblich waren, dass die weniger Rückenschmerzen hatten oder andersrum, die mit Rückenschmerzen, da waren diese Faszienschichten nicht gleitfähig übereinander. Und das ist wieder was natürlich, was man in der Praxis wunderbar einbauen kann. Vielleicht sogar noch besser, als wenn man über eine Black Roll oder eine Faszienrolle rollt, kann man manuell diese Verschieblichkeit, diese Scherbewegung manuell ins Gewebe bringen und damit die Verschieblichkeit der Faszienschichten verbessern.
Also ein anderes Beispiel, wo die Faszien eine Rolle spielen können, das sind diese spastischen Paresen, diese spastischen Kontrakturen, zum Beispiel bei diesen Zerebralpalsy-Kindern oder auch beim Mausarm hat man festgestellt, dass dort die muskelumhüllende Faszie, die ich hier zeige, die ist hier zum Beispiel nur so ein Drittel Millimeter dünn und dadurch eher durchsichtig, dass die dann so dick ist, dass sie kaum durchsichtig ist und dass auch der hier darunter liegende Muskel dann kaum eine individuelle Bewegung machen kann, die nicht fast im selben Ausmaß den Nachbarmuskel mitnimmt. Also wenn das jetzt hier dicker ist und weniger dehnbar und ich will jetzt nur diesen Muskel hier aktivieren, was ja die spastischen Kinder dann machen wollen, selbst wenn sie es richtig neurologisch ansteuern, dann würde über die viel zu feste gemeinsame fasziale Hülle, würde der antagonistische Muskel, der direkt daneben liegt, sich genauso versteifen. Und dann versuchen die hier aus der Spastik rauszukommen, aber die Muskelhülle, nicht das Muskelfleisch drunter, auf der anderen Seite versteift sich, sodass sie wahnsinnig viel Kraft brauchen. Und da können wir jetzt als Rolfer, aber auch ein orthopädischer Chirurg, können gucken, dass sie diese Vernetzung hier ein bisschen aufdünnen. Und das ist natürlich schon spannend. Ja, das ist ein neuer Aspekt, auch in der Sportmedizin und Sportwissenschaft, dass man nicht nur akzeptiert, dass die Faszien immer irgendwie mittrainiert wurden, sondern dass man guckt, welche spezifischen Belastungsdosierungen und auch Zeitfenster für die Regeneration braucht das kollagenefaserige Bindegewebe, um maximal trainiert zu werden. Das wissen wir, wenn jemand Muskelhypertrophie-Training machen will, der trainiert anders als jemand, der kardiovaskuläre Ausdauer trainiert. Und jetzt wird eben vorgeschlagen, wenn ich aber auch will, dass meine Achillessehne, meine Lendenfaszie spezifisch trainiert wird, dann macht man das mit anderen Belastungseinheiten. Zum Beispiel macht man mehr Winkelvariationen. Also für die Rückenstrecker war es immer gut, im korrekten Winkel zu trainieren, Kiesertraining und so weiter. Wenn man die Lendenfaszie trainieren will, dann mache ich immer anguläre Variationen und wieder wie ein Deckenturnfaster Vater Jan ja neu oder holen ihn aus der Mottenkiste raus und entdecken, dass in den federnden Bewegungen die Muskeln ja gar nicht so viel Sinn gemacht haben und deswegen hat man die in den letzten Jahrzehnten wieder vermieden, aber die machen für die kollagene Rückfederung, machen die total Sinn. Und dann ist die Frage, wie viel Federungen, wie oft, und das ist es also das, was unter Faszientraining gezielt untersucht wird. Und dann kann man also mit ein paar Minuten Faszientraining endgradige Mini-Bounces in Yoga-ähnlichen Belastungen, aber auch zum Beispiel die elastischen Federungen, kann man gezielt mit ein paar Minuten in der Woche auch die Faszien genauso kräftig trainieren, genauso sinnvoll trainieren, wie jemand seinen Kreislauf zum Beispiel trainiert. Zumal die Faszien eben einen großen Anteil an letztendlich der ganzen Leistungsentwicklung in der Bewegung haben, beim Springen, Werfen, Hüpfen, kommt ja ein Großteil der Energie, der beim Landen in den Faszien gespeichert wird, wird eben auch im Absprung wieder freigesetzt und daraus resultiert dann die Weltmeisterleistung. Das schafft man ohne die fasziale Federung eben gar nicht. Also jemand, der wie ein Weltmeister schnell springen will, der muss auch Faszientraining machen. Ja, hat er immer wahrscheinlich schon gemacht. Aber das gezielt zu adressieren im Leistungssport, aber auch bei den Hobby- und Freizeitsportlern, weil sie eben auch einen gesundheitlichen Aspekt hat, wieder, dass die Faszie gleitfähig, leistungsfähig und elastisch ist. Das ist schon ein Anliegen dieses ganzen Faszientrainings. Und die meisten Überlastungsschäden im Sport sind ja nicht Muskelfaserrisse, obwohl sie so heißen, sondern es ist fast immer das fasziale Gewebe, was dann sagt, du hast mich nicht adäquat vorbereitet. Und die Rupturen sind fast immer im Faszienbereich. Wenn man dann also die besser trainiert, was wir vorschlagen, müsste das zu weniger sportassoziierten Rupturen kommen. Thank you.